So, Kapitel 7, Mission Donnerlauf. Vor 10 Stunden. 80.000 Tote. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleiche in New York passiert. Wer, glauben Sie, hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie es nicht trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück an die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie, erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Das heißt, dürfen wir ein bisschen ausgiebiger mit dem Panzer rumfahren und rumballern. Also hier ist alles drin, aber relativ kurze Etappen. Das meiste ist halt rumlaufen und diese kleinen Shooter in diesen Räumen austragen. Also das ist quasi das Einzige, wo man noch mit Panzer fahren kann. Mit dem Flugzeug sind wir ja bereits geflogen, Kapitel 4. Zwei T-72er angegriffen und zerstört. Gut gemacht, 3-4.
Ampel 66, hier Ampel 31. Alle feindlichen Panzer zerstört. Setzen Mission fort. Habe verstanden, 31. Weiter zum nächsten Kontrollpunkt. Meldet euch dann auf. So, unten haben wir ja keine Karte links oder rechts, sondern wir haben da diese Markierung echt nur, wo wir dann hinterher fahren müssen. Ich schieße immer gerne auf meine Leute. Ich kenne keinen Feind oder keinen Freund. Macht bei mir keinen Unterschied. Oh.
Ich hätte gedacht, ich muss alle killen. Na ja, okay. Wenn wir so ein paar erreichen, ist auch gut. Treffen? Ah, nee. Oder eigene Helikopter mal runterholen. Hätte mich mal interessiert, das ist gut. So, ganz schnell zu dem nach vorne rennen, weil auch hier bin ich nicht geschützt. Scheiß BLA hat uns aufgelauert. Oh, uns zusammengeschossen, bevor wir fertig waren. Irgendeiner muss dann den Scheißzünder und ihn auslösen. Jemand muss darüber, aber ich bin das ganz bestimmt nicht. So, auch hier von links nach rechts einfach irgendwie gerade durchrennen. Aufpassen, Autos explodieren hier gerne. Zurück. Denn wo sind wir am sichersten als
im Panzer, wie das hier gesagt wird. Geh du vor! Komm schon! Drück den Sender! Und bums. Kann ich jetzt einsteigen? Vorne oder hinten? Oh. Zurück in den Panzerwagen. Klettern wir mal hier rein. So, jetzt heißt es nur ballern, was das Zeug hält. Das ist ein Zoom. Und ein Headshot. Oder? Da! Mann, ey. Ich bin nur am Hirn. Okay. Anvil 3-4 rückt auf der Hauptstraße weiter vor. Zerstört alle gegnerischen Kräfte. Meldet euch, wenn ihr außerhalb der Stadtgrenzen seid. Aus. Okay, Männer. Also hier brauchen wir nur die Maus und dann können wir da richtig abfeiern. Raketen fliegen. Was geht hier eigentlich ab?
Ja, das wüsste ich auch gerne, was da abgeht.